Jo, hey, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. In der letzten Folge haben wir endlich Kapitel 10 abgeschlossen und sind in Kapitel 11 angekommen, The Marble Shore. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einige andere Nebensachen. Zuerst einmal würde ich sagen, holen wir uns einige unserer Decorations. Ich glaube, das ist das, ne? Holen wir uns erstmal... Ah, ne, doch nicht. Das sind die, die wir bis jetzt bekommen haben. Given to a Galleon who has performed exemplary service in the military of civil office. Blablabla. So, wo kriege ich jetzt die Dingens her? Ich glaube hier, ne? Im Hauptquartier. Ich glaube zwar nicht, dass es uns das irgendwas bringt, Dinge abzuholen, aber sie sehen gut aus. So, wir gehen jetzt mal zur Audienzhalle und holen uns unsere verdammten Medaillen ab. Unsere 20 Stück, die wir mittlerweile schon gesammelt haben. So. コーデリアリー、お元気でしたでしょうか。やった、そうです。またお会いできて嬉しく思います。先日は私の窮地を救っていただき、本当にありがとうございました。いえ、あの時はお怪我がなくて本当に何よりでした。 いただいた勲章、友人が見て驚いていました。それを見て初めてすごいものだと実感しました。あなたは本当に面白い方です。国のために尽くした方々に対してその労務を評価し、よく。パタンって。 Ja, da eher so eine Bronzestatue, so ein Pokal oder ein Tempel zu meinen Ehren oder eine Gedächtnisstätte, obwohl ich noch am Leben bin. Fausen. Fausen Service Medaille. Okay, was ist das? The Lands of Galia. Land von Galia. Die Bronze. Arms, ja, irgendwas mit Feuern. Okay. Crimson Heart. Boah, die sieht gut aus. Das war nicht, wofür wir alle bekommen haben. Die Heilige Lanze, okay. Oh, Waffen bekommen wir auch. Galleon 1A. Und eine Lanze. Kommen jetzt ganz viele neue Dinger hier. M1A. Okay, das war gut. Na gut, dann tun wir jetzt mal zum Training Field gehen. Wir trainieren unsere Einheiten. So, wer ist noch auf Level? Die Shock Trooper sind noch nicht auf Level 9. Da müssen wir ändern. Level up. Okay. Nichts gemacht bis jetzt. Okay. Dann tun wir. Ne, warten wir erstmal. Vielleicht kann der eine Typ uns was beibringen. So, wo ist es? War Cemetery, ne? War Cemetery, meine ich.
Alles klar, dann zeig mal. Kannst du uns irgendwas beibringen, bitte? Awaken Potential. Kostet das? Ja, meinetwegen. Okay, wieder was gelernt. So, jetzt neue Waffen noch holen. Dann können wir ja mal ein Skirmish wieder anfangen, ein neues. So. Ach, die Shamrock. Das ist die andere Waffe, der andere Panzer, der Panzer von Dingens, Zeka, mein Gott. So, Firepower Boost. Granaten. Erstmal mal Verteidigung hoch, finde ich. So viele sind auch nicht mehr übrig. Katsching! So, langsam wird das hier irgendwie komplizierter. Ich möchte zwar für die Edelweiß. Alles so Sachen, die keine Dingens brauchen. Ja, sowas zum Beispiel. HP ist halt nicht, wie weit wir uns bewegen können. Cool. Sieht irgendwie anders aus jetzt. Wir haben neue Räder, ne? Okay, Maschinengewehr benutze ich irgendwie nie. Das sind also Blöcke. Das ist auch ein Block. Dann gehen wir mal zur Shamrock. Das dürfen die Kämpfe auch ein bisschen einfacher sein. Das ist nur ein kleiner Panzer, aber der reicht auch. Warte mal, ja, der hat auch so Blöcke, die man einsetzen kann, aber. Oh. Und die Armor Shell. Ja. Das ist nicht schlecht. Und. Firepower, okay. Und mehr AP. Katsching. War waffenmäßig irgendwie gar nichts aufgeballert, aber egal. Dann gehen wir mal zur zum Buch, mein Gott. Und gucken uns an, was für das Game wir haben. Wir haben nur das hier. Okay. Das ist Upper Fosen, okay. Normal. Dann gehen wir mal dahin und machen das Skirmish noch. Müsste ja eigentlich noch. Weiß nicht. So zu schaffen sein. Man kann ja eigentlich jedes Dingen ist Skirmish. Ja, okay, das haben wir schon mal gesehen und brauche ich jetzt nicht noch mal zeigen. Ach, hier ist das wieder direkt. Ah. Okay, wir müssen einfach nur die Basis hier einnehmen von denen. Der Zug dürfte eigentlich nicht mehr da sein. So, Zeka und Welkin sind automatisch immer dabei. Hier bekommt, glaube ich, auch einen Kommandopunkt immer. Oh nein, ein bisschen weiter. Noch weiter. Mein Gott. Nein. Je schneller wir die Mission erledigen, desto mehr Punkte bekommen wir. Das will ich mal versuchen. Wo ich das, glaube ich, nicht hinkriege. Ah, kann ja alles mal passieren. So, Cesare, gemein. Und Kevin, die ultimative Killermaschine. Vielleicht schafft man ja in dem Part. Ich versuche einfach so, da durchzurushen. Weil die Schlacht, die haben wir jetzt in den letzten Part nochmal gesehen. In den letzten drei, vier Parts. Also, ich muss ja jetzt nicht nochmal eher so ausführlich zeigen. Finde ich. Wir rasen jetzt einfach mal durch. Falls er klappt. Ich muss den ganzen Weg wieder da hochlaufen, wenn ich mich irre. Wird schon irgendwie zu schaffen sein, ne? Ne? Okay. Wahrscheinlich bin ich mal wieder dahin, wo die letzte Basis war im letzten Kampf. Ich weiß nicht, kriege ich zwei Kommandopunkte oder einen? Durch Zeka. Den kann ich wahrscheinlich wieder nicht benutzen, ne? Ja, das Ding, oh Gott, was?
Ich hoffe, jetzt liegen ja nicht überall Minen und so wieder. Das wäre dumm. Natürlich liegen da wieder Minen. Vielleicht sind genau die gleichen Leute hier wieder am Warten. Bestimmt 1:1 genau die gleiche Dingens hier. Die gleiche Truppe überall. Minus den Brücken vielleicht. Wenn die Brücken immer noch da sind, dann... Weiß nicht, mache ich das vielleicht offscreen oder so. Ich sehe jetzt keinen Grund, die ganze Mission hier nochmal zu zeigen. Verdammt, warum nicht? Einfach schnell darüber. Nein, ist schon wieder der Panzer. Weiß nicht. Zeigen wir noch etwas die Shamrock in Action. Wahrscheinlich schneide ich dann einfach bald noch mal die ganze Mission zu zeigen. Das wäre auch ein bisschen blöde, finde ich jetzt. Ja, die kann sich ein bisschen weiter bewegen, ich Idiot. Ist da was? Gehen wir zum... Habe ich jetzt gemacht Titelscreen oder... Habe ich jetzt Titelscreen oder habe ich jetzt... Komme ich jetzt zum Hauptmenü wieder oder... Ja! Das war jetzt nicht so geplant. Was macht ihr denn da? Was mache ich denn da? So, ich habe jetzt sozusagen... Ich wollte eigentlich die Mission abbrechen, weil ich wollte jetzt nicht nochmal genau die exakt gleiche Mission machen. Aber, naja. Oh Gott, jetzt muss ich noch... Oh, nee. Okay, wisst ihr was, das wird jetzt nur ein kurzer Part. Ich mache das alles offscreen nochmal und, ja. Wir sehen uns dann... Ich mache dann die Story weiter im nächsten Part, weil ich habe jetzt keine Lust, die ganze Story hier nochmal zu zeigen und dann... Ja, machen wir so. Wir sollen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier mit der Story weitermachen. Und das Game schon machen wir irgendwann, wenn wir schon eine andere Level irgendwie vorher gesehen haben. Ja. Klingt nach Plan? Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.